طيب، الآن نحن مع التدريب الخامس. تبادل السؤال والجواب مع زميلك. السؤال الأول، أولا أصلي، أصل نعم، مش السفخان ولا زليف خان؟ Also wir haben hier als erstes, der erste Schüler sagt, أصلي الجمعة في المسجد الكبير. Dann die Frage, أين تصلي الجمعة؟ Okay. Dann der zweite fragt dann, أصلي الجمعة في مسجد بلال. Und dann, أين تصلي؟ Hier unten steht dann, يذكر كل طالب المسجد الذي يصلي فيه الجمعة. Also jeder Student erwähnt dann die Moschee, in der er betet. Dann haben wir Al-Jum'a, das Freitagsgebet. Astayqidhu as-sa'ata al-rabi'a. Ich wache um 4 Uhr auf. Und dann die Frage, Mata tastayqidhu anta? Und danach Astayqidhu as-sa'ata al-khamisa. Mata tastayqidhu anta? Also jeder fragt dann eben seine Frage. طيب. أخ شهريار، أين تصلي الجمعة؟ أين تصلي الجمعة؟ هو بيت الجمعة بيت نعم، أصلي صلاة الجمعة صلاة أصلي صلاة الجمعة في مسجد دار الإحسان. ممتاز. اسألني، فرق مش أين تصلي صلاة الجمعة؟ أنا أصلي صلاة الجمعة في مسجد أبي بكر. طيب، متى تستيقظ أنا أنت؟ أنا أرجو أستيقظ قبل صلاة الفجر، نعم، اسألني. و و تصلي و تستيقظ. أنا أستيقظ، تنام. أوكي. أنام أنام متأخرا نعم، أحسنت. جدا، و نعم، أنام في الساعة العاشرة. What size العاشرة؟ 50 و ممتاز، نعم. هل اوكي لا لا أزو لا لا أذهب بال نعم، أذهب ممتاز. هي بالحافلة. so eine kleine Info, oder möchtest du etwas? Wenn man neu die arabische Sprache lernt, dann sagt man la gar zu sagen. Warum? Weil man sagt la barakallahu. Deswegen muss man hier eine von beiden, und dann nimmt man eine kleine Pause und sagt barakallahu fiek. Und hier sieht man diese Besonderheit von dem Wow, dass dieses und manchmal einen Satz trennen kann. Ahnung was. Wenn dieses und alle anderen, aber bei zum Beispiel la wa barakallahu fiek, da trennt das die beiden Sachen. Deswegen dieses Wow im Arabischen ist etwas sehr Gewaltiges. Also dieses Wow kann sehr viele Sachen machen. Genauso in der Verse von der Ayat al-Wudu, die Verse der Gebetswaschung, sind sich die Gelehrten sich richtig uneinig, weil dieses Wow so viele Bedeutungen haben kann. Jetzt dieses Wow, zeigt das irgendwie eine Reihenfolge? Also zeigt es an, dass es eine Reihenfolge geben muss? Und deswegen sagt Imam Shafi'i, dass die Reihenfolge fort ist. Nach Abu Hanifa ist es eben nicht fort. Also man kann mit den Haaren anfangen und dann nachher mit den Füßen und so weiter. Imam Malik, glaube ich, hat dieses Wow mit Ta'qib verstanden. Also Ta'qib, das bedeutet, man muss das hintereinander machen. Das bedeutet, wenn man eine Pause gemacht hat, Muss man von vorne oder? Genau, muss man von vorne machen. Also man kann nicht stoppen zum Beispiel und dann nach 5 Minuten weitermachen. Okay. So als kleine Info. Der sagt auch einen sehr interessant. So, wir gehen dann mal nach unten.
Jetzt hier. التدريب السادس. أجب عن الأسئلة التالية. Beantworte die kommenden Fragen. متى تستيقظ؟ متى تستيقظ؟ أستيقظ الساعة الساعة الخامسة. ممتاز. اسألني. ومتى تستيقظ؟ أستيقظ في الساعة الثالثة. طيب. Hier ist das Fajr-Gebet um 3:15 Uhr ungefähr. Oh, und wann endet Man es? Kann eigentlich gar nicht schlafen. Beendet um 5:10 Uhr ungefähr. Oh, okay. طيب. أين تصلي الفجر؟ Okay. أصلي صلاة الفجر في البيت. فجري. فجري ولا أن أصلي صلاة الفجر في بيتي. ممتاز. نعم أحسنت. اسألني. أين تصلي صلاة الفجر؟ أصلي صلاة الفجر في مسجد الإيمان. في مسجد الإيمان. طيب. Hier die Besonderheit ist, dass die Moscheen überall vorhanden sind. Also ich zum Beispiel muss einfach, und schon bin ich in der Moschee. Das ist sehr schön hier in Ägypten und in arabischen Ländern. Aber auch in der Türkei habe ich gemerkt, also man findet in jeder Straße eine Moschee aus. Genau, richtig. Alhamdulillah. طيب. هل تنام بعد الصلاة؟ هل تنام؟ Okay. أنام بعد الصلاة. بعد الصلاة أقرأ القرآن. القرآن. أقرأ القرآن. لا تنام بعد الصلاة. لا تنام. أقرأ مثل شنو؟ القرآن. بعد الصلاة أقرأ القرآن. أقرأ القرآن. نعم. اسألني. هل تنام بعد الصلاة؟ هل تنام أنام بعد بعد الصلاة؟ الصلاة أحيانا. أوكي مش معنى. طيب. ماذا تفعل بعد الصلاة؟ بعد الصلاة أقرأ الصحيفة. نعم ممتاز. اسألني. وماذا تفعل بعد بعد الصلاة الصلاة؟ أشرب قهوة. معنى؟ أحيانا ومنجمك. قهوة أصو كافية. und أشرتي أشترينك. أشرب. أشرب. شرب. أوكي. شين رابع. Was أشرب heißt nochmal getrunken؟ Getränk. نعم. مشروب. أوكي. متى تكنس الغرفة؟ متى تكنس الغرفة؟ غرر. wann staub wann sagst du staub أكنس 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 غرفة الغرفة الغرفة أكنس الغرفة عند يوم ال يوم ال يوم الاثنين. نعم، أكنس الغرفة يوم الاثنين. أكنس الغرفة يوم الاثنين. يوم أكنس الاثنين اسم مطبخ ولا مونتاغ. اثنين مونتاغ. أوكي. مطبخ wäre أربعة. أوكي. أربعة. Aber nicht Yaumu, sondern Yauma. يوم. Weil أنا أكنسو. Ich staubsauge am, sei es jetzt Montag oder Mittwoch. Das wäre dann Zarf, Zarf-Makan. Also sowas wie Maf'ul Bihi. Nur eben, also dieses, ich weiß jetzt nicht, wie das auf Deutsch heißt. Da gab es lokal und das andere, die Zeit. Temporal oder? Genau, temporal. Genau. Ah, okay. Auf Arabisch hieß es dann Zarf Zaman. طيب, اسألني. متى تكنس الغرفة؟ اكنس الغرفة والشقة
يوم الخميس أو يوم الجمعة؟ Ich muss über den Schakot, hatten wir auch schon. Gurfa, Schakka und dann Achso. Beit. Ah ja, okay. Schakka war Gurfa Wohnung. War Zimmer. Genau, richtig. Und Beit war dann Haus. Ah, stimmt. Kannst du den Satz nochmal sagen? Nam. Eknusu al-Gurfata wa Shakkata yawm al-Khamis au yawm al-Jum'a. Interessant, okay. Also am Donnerstag oder am Freitag. طيب. متى تذهب إلى المدرسة؟ Wann gehst du in die Schule? Wenn man sagt jeden Tag, kann man sagen kullu yawm oder? Kulla yawm, نعم, kulla. Kulla yawm, okay. Mata, oh, okay, die Frage, mata tadhabu ilal madrasati? Wann gehst du zur Schule? Adhabu ilal madrasati kulla yawm. نعم. ومتى تذهب إلى المدرسة؟ إلى المدرسة؟ أنا لا أذهب إلى المدرسة ولا إلى الجامعة. Also ich gehe weder zur Schule noch zur Uni, weil wir gerade sozusagen Urlaub haben. Hier ist es eben so, dass man eben am Schulende hat man dann so einen Monat Zeit, damit man eben für seine Prüfung studieren kann. Und dann hat man eben seine Prüfung ganz am Ende und dann hat man Urlaub für 3 Monate. Ta'al fi Berlin. Deswegen, wenn ich in Berlin bin, dann muss ich das dann immer den Menschen dort erklären, wie das hier abläuft. Die Türken verstehen mich, weil bei den Türken ist das Gleiche. Ah, okay. طيب متى تستيقظ يوم العطلة؟ Okay. متى تستيقظ يوم العطلة؟ Also يوم العطلة ist der Feiertag oder Urlaubstag. Genau. Und wann stehst du auf am Urlaubstag? أستيقظ sagt man في يوم العطلة oder nur يوم العطلة؟ Direkt, في يوم العطلة. يوم العطلة. أستيقظ يوم العطلة الساعة الخامسة. أستيقظ يوم العطلة الساعة الخامسة. هذا مبكرا جدا ولا هذا مبكر جدا. نعم. اوكي. وتستيقظ يوم العطلة متى؟ ومتى تستيقظ يوم العطلة؟ نعم، استيقظ يوم العطلة في الساعة 10:11 هكذا. زو. Um 10 Uhr. 10:11 Uhr, ja. Okay. Okay. ماذا تفعل يوم العطلة؟ Wann ماذا؟ was ليس متى. machst du am freien Tag? Okay. Was heißt spielen oder kann لعب ألعب. alle Abu. Die erste Person, ich, heißt alle Abu. نعم. ألعب يوم العطلة. Und was heißt Ball oder Fußball? كرة القدم. كرة القدم. كرة. Genau. كرة ist Ball. Also كاف راء تاء مربوطة. كرة. كرة. القدم فوز. القدم. Ah, okay. Oder wie heißt man spielen? العب العب
Al-Abu Yawm al-Utla Qalhu oder Quratel Quratel Qadam. Quratel Qadam mit Mim am Ende oder? Genau, Mim. Qadam Qaf Dal Mim. Anna oder Al-Habu Al-Habu Yawm al-Utla Quratel nicht Kurra, sondern Kura, Kuratel. 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 Qadam. Qadam. Kuratel Qadam. Nam, صح. Wa ماذا تفعل يوم العطلة؟ يوم العطلة أقرأ كتابا وأشاهد فيلما وأنام كثيرا. okay. Und أشاهدو, was war das Wort danach? فيلما, also eigentlich viele Wörter benutzt man eigentlich vom Englischen. Deswegen sagt man Film zu einem Film. Nur, dass man eben das zum Mef'ul bihi macht, zum Akkusativ. Und deswegen Filmen sagt. Filmen. Okay. Man kann aber sagen, zum Beispiel Maqta, einen Abschnitt. Maqta. Oder Video, man sagt auch Video. Aber es ist einfacher. Ich selbst benutze eigentlich, ja genau, aber ich selbst benutze, mag es nicht, eben englische Wörter im Arabischen zu benutzen. Deswegen dieses Film oder Video oder zum Beispiel Eiscreme. Ist ja Film, also Film kann man ja sagen, auf YouTube zum Beispiel, wenn man einen Film sieht, muss nicht gleich Fernseher sein. Aber und zum Beispiel zum auch. Eis. Tilfaz ist, glaube ich, auch aus dem Englischen, oder Television, Tilfaz. Könnte sein, könnte sein. Zum Eis sagt man auch Ice Cream. Ich mag dieses Wort überhaupt nicht, deswegen sage ich Musel Lejet. Und die Leute kommen dann in Diskussion und sagen, was ist Musel Lejet? Was von Selj kommt, von Eis, und Musel Lej, eingefroren. Okay. Gib mir dieses Eingefrorene, Musel Lejet. Und die Leute fangen dann an, ständig mit mir zu diskutieren. Du steckst an dem, also du versuchst das Arabische zu bewahren. Ja, genau. Also es gibt auch eine schöne Geschichte, wenn ich die jetzt erzählen würde, würde es sehr lange dauern. Die erzähle ich dann später, inshallah. Erinnere mich, nachdem wir mit dem Unterricht fertig sind. Inshallah. طيب. الآن السؤال التاسع. أين تصلي الجمعة؟ أصلي صلاة الجمعة في صلاة الجمعة. الجمعة. أوكي. أصلي صلاة الجمعة في مسجد مسجد بلال. نعم ممتاز. وأين تصلي وأين تصلي وأين تصلي صلاة الجمعة؟ أصلي صلاة الجمعة في مسجد المغفرة. طيب متى تشاهد التلفاز؟ لا أشاهد التلفاز. التلفاز. لا أشاهد التلفاز. لا أشاهد التلفاز. نعم. ومتى تشاهد التلفاز؟ أنا أيضا أوخ لا أشاهد التلفاز. ليس عندي تلفاز. Ich habe keinen Fernseher. Okay. Bis hier irgendwelche Fragen? Alhamdulillah, ich habe keine Fragen im Moment. Okay. Na, wir sind